Hallo an alle, ich bin Maja Borzunova. Wir haben uns lange nicht gesehen. Eine der wichtigsten Nachrichten zum Ukraine-Krieg ist der ukrainische Angriff auf die russische Region Kursk. Seit einem Monat versucht die russische Propaganda, das irgendwie zu erklären. Wie? Das zeigen wir euch jetzt. Los geht's! Der Einmarsch der ukrainischen Streitkräfte in der Region Kursk hat nicht nur die russische Armee überrascht, sondern auch die Propaganda. Schon seit mehr als einem Monat befindet sich die ukrainische Armee auf russischem Territorium. In der gesamten Zeit wollte das Propagandafernsehen den Menschen Folgendes weismachen. Erstens, es gab gar keinen Angriff. Der ukrainische Angriff fand frühmorgens am 6. August statt. Die ersten Nachrichten wurden aber erst um 12 Uhr gemeldet. Unsere Grenzsoldaten verhinderten, dass die Grenze durchbrochen wurde. Ukrainische Kämpfer versuchten ins Umland von Sucha einzudringen. Sie wurden aufgehalten. Na, wenn sie aufgehalten wurden, warum sollte man kostbare Sendeminuten der Show 60 Minuten für solche Nichtigkeiten verschwenden? Es gibt Spannenderes. Diese Angriffe, die der Feind in der Region Kursk umzusetzen versucht, sind Bemühungen, unsere Erfolge in Donetsk und Gorlivka zu vereiteln. Im weitesten Sinne wird dort gerade um New York gekämpft. Der ukrainische Einmarsch ist das eine, aber andere Nachrichten waren auch wichtig. Zelensky hat eine italienische Villa von Sting gekauft. Das Ehepaar Zelensky hat kürzlich von Sting ein Luxusanwesen im Wert von 75 Millionen Euro in der Toskana erworben. Und das zwei Wochen nach Zelenskys Besuch auf dem G7-Gipfel in Italien. Er kümmert sich wenig um die Lage, in die er die Ukrainer gebracht hat. Er kümmert sich nur um seine eigenen Finanzen. Natürlich hat Sting Zelensky keine Villa in der Toskana verkauft. Und Zelensky hat keine Villa in der Toskana gekauft. Die Online-Plattform Database Italy hat diese angebliche Nachricht in die Welt gesetzt. Die Plattform ist berühmt für Artikel über Chipping, schädliche Impfstoffe und andere Verschwörungstheorien. Übrigens, den Artikel über Stings und Zelenskys Villa werdet ihr dort nicht mehr finden. Er wurde gelöscht. Dass es sich bei dem aktuellen ukrainischen Angriff nicht um einen eintägigen Sabotageakt handelt, war fast vom ersten Tag an klar. Und hier stellt sich eine logische Frage. Wenn wir heute der Bevölkerung sagen, dass die ukrainische Armee nicht mehr in der Region Kursk präsent ist, was werden wir machen, wenn die ukrainische Armee immer noch dort sein wird? Richtig. Ein Pokerface aufsetzen. Und die Moderatoren von Channel One müssen dafür nur sie selbst sein. Es gab keinen Durchbruch. Ein Durchbruch ist nicht gelungen. Das war eine Art Anhängsel, das wir stabilisiert haben und gleichzeitig wieder Kräfte aufbauen, um es letztlich zu vernichten. Das sagt der Chef des Generalstabs. Unser Militär setzt seine Bemühungen fort, die Feinde auf unserem Gebiet mit verstärkter Kraft zu vernichten. Ich bin mir sicher, dass die Truppen zurückgedrängt werden, sogar hinter unsere Landesgrenze. In den nächsten 24 Stunden. Eine Woche später. Die Lage in der Region Kursk bleibt angespannt. Heute Abend gab es erneut eine Raketenwarnung und einen Fliegeralarm. Anwohner sagen, dass die Region Kursk seit dem großen Vaterländischen Krieg keine derartigen Schrecken mehr erlebt hat. Das gleiche gilt für die Stadt Sucha, die von ukrainischen Truppen besetzt wurde. Nun, was heißt besetzt? Im Universum der wahnsinnigen Propaganda ist Sucha immer noch unter der Kontrolle der russischen Armee. Der Feind hat Fake News verbreitet, er hätte Sucha völlig unter seiner Kontrolle. Im Allgemeinen werden die Saboteure umzingelt und systematisch vernichtet. Es gibt Informationen, dass Sucha unter ukrainischer Kontrolle sei, doch das entspricht nicht der Wahrheit. Die Situation ist angespannt. Peu à peu verdrängen, kämpfen und zerstören. Doch die völlige Verdrängung ist weder in greifbarer Nähe noch allzu fern. Es sieht nicht so aus, als wäre sie nur ein Steinwurf entfernt. In der zweiten Woche begann das russische Fernsehen, den Fakt zu akzeptieren, dass der ukrainische Einmarsch nicht in ein, zwei Tagen gelöst sein würde. Übrigens, darüber, dass das Problem an einem Tag gelöst wird, sprach nicht irgendjemand,
sondern der stellvertretende Gouverneur der Region Kursk. Und das wird innerhalb von 24 Stunden passieren. Darüber hinaus hat er sich bei Wladimir Putin bedankt. Ich mache keine Witze, er hat sich wirklich bei Wladimir Putin bedankt. Ich möchte dem russischen Präsidenten Wladimir Putin danken. Ich weiß, dass die Lage in der Region Kursk gestern ausführlich erörtert wurde und wir sehen jetzt eine Eskalation der Kampfhandlungen und die Verdrängung des Feindes aus Kursk. Nochmals vielen Dank an den Präsidenten. Nochmals vielen Dank an den Präsidenten. Derselbe Präsident verteilte jeweils 10.000 Rubel, also 100 Euro, an die Opfer der Region Kursk. Ein so großzügiges Geschenk des Präsidenten, durch dessen Schuld mehr als 100.000 Menschen gezwungen wurden, ihre Heimat zu verlassen. Oder ist das vielleicht doch eine bittere Ironie? Es mag lächerlich erscheinen, aber Experten und politische Talkshow-Moderatoren haben sich allen Ernstes darüber beschwert, dass die Ukraine sich nicht an die Regeln hält. Das muss ganz klar verstanden werden. Es hat eine Invasion in das Gebiet der Russischen Föderation stattgefunden. Und die Folgen werden schwerwiegend sein, vor allem für die Bewohner der Region Kursk. Wir werden alle Verteidigungslinien vernichten, die sie jetzt zu bauen versuchen. Sie haben sich westliche Ingenieurstechnik angeschleppt. Sie sollen damit mal ihre Gemüsebeete graben. Mit solchen Waffen können sie uns nicht schlagen. Sie haben nicht die Waffen, die wir haben. Wir müssen dieses Theater mit taktischen Nuklearwaffen beenden, uns aufrichten und verdammt nochmal überleben. Und diese Taktik, alles gnadenlos zu zerstören, findet im Fernsehen Beifall. Ein Ukrainer versteckt sich vor 30 mm Geschossen und wird von der russischen Armee mit Blei beschenkt. Gleichzeitig beschießen wir einen feindlichen BMP-2-Panzer. Wenn wir uns den Bericht des Korrespondenten genauer vorknöpfen, sehen wir, wie ein russisches gepanzertes Fahrzeug inmitten eines brennenden Dorfes noch auf Wohngebäude schießt. Erstens auf die Wand einer Hütte und zweitens auf einen winzigen Schuppen. Dieses Dorf heißt Ruskaya Kanapelka. Besser gesagt, hieß. Denn vom Dorf ist nichts übrig geblieben. Im Beitrag läuft epische Musik, weil die Schlacht in der Tat episch war. Mit welcher Bravour der Moderator die Zerstörung eines russischen Dorfes kommentiert. Wir jagen sie zur Hölle. Brennt verdammt nochmal! Und gleich nach dem Einmarsch in die Region Kursk schalteten die Werbeleute der Armee in aller Eile eine Anzeige. Woraus sind unsere Männer gemacht? Aus Tattoos und gepiersten Öhrchen, aus Designer-Brands und süßen Törtchen. Sind sie etwa daraus gemacht? Woraus bist du gemacht? Schließe dich denen an, die für Ehre, Tapferkeit und Mut stehen. Schließe dich deinesgleichen an. Und das ist kein Zufall oder situative PR. Nach dem Einmarsch der ukrainischen Armee haben die russischen Behörden eine beispiellose Werbekampagne für den Vertragsdienst gestartet. Und Wladimir Solovjov höchstpersönlich rührt die Werbetrommel, wie beim Teleshopping, und nennt die Telefonnummer, unter der man sich anmelden kann. Ich appelliere an Männer, die fühlen und das alles verstehen. Jungs, es ist Zeit. Unterschreibt den Vertrag. Kehrt zur Armee zurück. Es ist Zeit, das Vaterland zu verteidigen. Wir müssen Kursk rächen. Russland ist am Erwachen. Deshalb kann jeder, der Kraft, Verständnis und Erkenntnis in sich selbst spürt, seine Wahl treffen. Wähle die 117 und schließe dich den eigenen Reihen an. Geh deine Heimat verteidigen. Eine russische Nachrichtenseite schreibt unter Berufung auf Solovjov, dass die Rekrutierungsbüros überfüllt seien. Doch warum gibt es keinen Verweis auf offizielle Daten der Moskauer Rekrutierungsbüros? Wahrscheinlich, weil es keine Warteschlangen gibt und es einfacher ist, sich auf Solovjov zu berufen, als offizielle Zahlen zu recherchieren. Auch Putin hat eine Woche nach dem Angriff auf die Region Kursk einen Anstieg der Anzahl der Kriegsdienstleistungen gemeldet. Der Präsident hat
es gestern gesagt, die Zahl der Vertragssoldaten ist gestiegen. Die Unterstützung der Gesellschaft für die militärische Spezialoperation ist ungebrochen. Nachdem die Propagandisten an den patriotischen Gefühlen gekitzelt haben, gehen sie zum Finanziellen über und erzählen, wie man sich durch das Töten anderer Menschen eine goldene Nase verdienen kann. Bezüglich des Soldes, es gibt einen regionalen und föderalen von 400.000 Rubel, also 4.000 Euro. Die Regionen geben noch mindestens 4.000 Euro dazu. Auf diese Weise können mindestens 8.000 Euro für den Abschluss des Vertrages erhalten werden. Natürlich ist das Geld nicht die Hauptsache. Deshalb sagt der Reporter in jedem Beitrag, gleich nach der Summe, für die die Männer in den Tod gehen, dass sie nicht des Geldes wegen in den Krieg ziehen. Ein Mann sollte nicht faul auf dem Sofa liegen. Ich wende mich hier an alle Männer. Wenn du ein Mann bist, steh auf und geh. Geh einfach. Solange die ukrainische Armee in der Region Kursk zugange war, stieß die russische Armee sehr schnell in der Region Donetsk vor. Es kann sein, dass dies mit hohen Verlusten einherging und deshalb wieder neue Vertragssoldaten benötigt werden. Es kann auch sein, dass die Russen gemerkt haben, wie durchlässig ihre Landesgrenze ist. Zu guter Letzt besteht auch die Möglichkeit, dass sie sich auf den Dritten Weltkrieg vorbereiten. Schließlich ist der Westen der Schuldige und Selenskyj nur eine Marionette. Sie befolgen jeden Befehl, den sie jenseits des Ozeans erhalten. Alles, was heute geschieht, auch in der Region Kursk, ist inszeniert. Wussten die Amerikaner Bescheid? Sie wussten von allem, was sich in der Region Kursk abspielt. Es geschieht unter der Führung der Amerikaner. Gleichzeitig ignorierte die russische Propaganda die Tatsache, dass die Grenze Russlands ungeschützt war, während sie einen Krieg führen, der notwendig war, um eine fiktive Invasion zu verhindern. Naja, ihr versteht schon. Das war's für heute. Wir kommen bald wieder zurück. Also schaltet euren Fernseher nicht an und schützt eure Nerven. Wir jedoch werden weiterhin Fernseh schauen, da wir nichts mehr zu verlieren haben. Ich bin Mascha Borsunova. Bis bald.